So ihr Lieben, dann schauen wir uns jetzt den neuen Kurzfilm von Ali Awadh an. Sorna Episode 6 mit dem Titel The Showdown. A Jurassic World, nein, schon falsch, A Lost World Jurassic Park Horrorfilm Sirius mit Blender. Der längste Name der Welt und wir gucken mal, was dann so dahinter steckt. Okay. Ich bin gespannt, ich auch, ich definitiv auch. Und ich brauche Kopfhörer. Sonst höre ich nichts. Wir machen erstmal einen ganz kurzen Soundtest, ob ihr jetzt auch schon was hört. Sekunde. Ihr habt Ton, ich habe Ton, alle haben Ton. Das ist schön. Dann starten wir jetzt rein. Ja, ich gehe davon aus, also Ali und ich, wir haben schon miteinander geschrieben ab und zu mal. Relativ wenig, aber wir schreiben ab und zu miteinander auch über die Kommentarfunktion, schreibt er bei mir auch ein bisschen was in die Videos rein ab und zu. Das heißt, ich kann das Video jetzt hier einfach bedenkenlos durchlaufen lassen, ohne dass Ali mich strikt. Hoffe ich. Das machen wir jetzt auch einfach genauso. Wir lassen es durchlaufen und gehen währenddessen darauf ein. Kriegen wir das hin? Ich bin mir nicht sicher. Wir versuchen es. Skybarian, vielen, vielen Dank für 7 Monate schon, lese ich hier gerade. Tausend Dank für das Prime Gaming Abo. Und noch ein Stufe 1 Abo, auch von Inlu. Kannst du mir mal bitte irgendwie in Lautsprache schreiben, wie man deinen Namen ausspricht? Ich krieg das gerade nicht in die Birne rein. Inlu, Inlue, Inlü, irgendwas, so muss es ja sein. Oder das ist irgendwas Französisches und dann heißt es, ja, das U ist stumm und das L spricht man eigentlich aus wie ein Y. Inlu einfach, tatsächlich. Ja. Okay. Was? Salam alaikum auch zurück. Jetzt bin ich auf dem Dings, verdammt nochmal. Malaikum salam heißt das andersrum, ne? Ich weiß sowas eigentlich. Wir gucken jetzt ein Video von Ali Awadh, Sorna Episode 6, The Showdown. Und nochmal ein Prime Gaming Abo von Flosse Genosse. Vielen, vielen Dank, krass. Gut. Haben wir das Soll für heute erreicht, machen wir Feierabend. Spaß, wir fangen jetzt an. In 3, 2, 1 und ihr gebt wie immer Soundfeedbacks währenddessen, ob alles passt und bla bla bla. Los geht's. Ganz kurz, 15 Minuten ist übrigens eine sehr lange Laufzeit für Alis Kurzfilme. Die sind normalerweise wesentlich kürzer. Alaikum Salam heißt, ja, kriege ich auf jeden Fall nur irgendwie hin. Ich konnte das alles mal. Auf geht's. Auch die Intros werden immer besser bei ihm. Der Tag wird noch kommen, wenn jemand irgendwann die Jurassic Park Bücher verfilmt, wird es Ali Awadh sein. Ich sag's euch. Wartet mal ganz kurz, ihr habt kein Vollbild, sehe ich gerade. Soll ich nochmal ganz kurz erklären, was davor passiert ist, oder wisst ihr das noch? Wenn ihr das noch wisst, müssen wir das nicht machen, aber ich muss euch ganz kurz mal ein Vollbild verpassen. So. Bitteschön, gern geschehen. Bitte erklären, schreibt Baran. Ali Awadh spielt eine Figur, die auf der Isla Sorna abgestürzt ist mit so einem Flugzeug. Und dann hat er zuallererst einen Kampf mit einem Spinosaurus und einem T-Rex mitbekommen, quasi ein Rematch. Danach ist er in den Untergrund gewandert in so eine Kanalisation,
ist dann da auf einen Dimetrodon getroffen. Und in der letzten Episode, die ist so ausgegangen, dass Ali aus diesem, was, das war ein Nest von Dimetrodon war es gewesen, da ist er dann von freigekommen, ist nach draußen gelaufen und hat dann da einen Carnotaurus getroffen, der sich unsichtbar machen kann, beziehungsweise der sich tarnen kann. Das heißt, er hat jetzt hier den Carnotaurus aus dem Buch The Lost World Jurassic Park 2 mit eingebunden. Und jetzt geht's eben hiermit weiter. Mal gucken, wie er da wieder rauskommen will. Carnotaurus gegen Mensch. Mal gucken, wie er das Wegrennen jetzt hier gelöst hat. Weil wir kennen das ja, dass in den Jurassic World Filmen zumindest können Menschen auf einmal aus irgendeinem Grund schneller rennen als Dinosaurier. Vielleicht auch Genmutanten, vielleicht alles Klone von Henry Wu. Wir wissen es nicht. Der läuft geil. Das sieht alles sehr echt aus, sagst du. Ey, wenn du siehst, wie er das wirklich produziert. Spoiler in seinem Wohnzimmer. Es ist der Hammer, was der Mann damit macht. Aber Ali kommt auch nicht dran vorbei, den Mensch wieder schneller rennen zu lassen als den Saurier. Das habe ich auch schon mal gesagt. Gib dem Mann ein richtiges Budget. Gib dem einfach ein Studio und ein Budget. Er könnte so Sachen aber auch vielleicht mal irgendwann anfangen, einfach draußen zu drehen. Ich weiß nicht, wo Ali herkommt. Aber du musst ja nicht zwingend so eine Dschungel-Location nehmen. Das musst du ja nicht machen. Sieht aus wie ein aufgeblasener Carnotaurus. Tatsächlich, ja. Ich will jetzt nicht mehr zurückspulen, aber ich fand auch eben gerade, da hat er schon bessere Dinosaurier-Designs gemacht gehabt. Gerade von der Nähe kann er das eigentlich sehr, sehr gut. Das war jetzt hier nicht seine beste Arbeit. Aber er hat einen Windows XP-Rechner gefunden. Ich muss auf Stopp drücken, sorry, aber wisst ihr noch, wo John Hammond gesagt hat, wir haben keine Kosten gescheut. Die haben hier einfach Kabel aus dem Fenster rausgelegt. Wir haben keine Kosten gescheut, außer bei allem, was irgendwie mit der Sicherheit zu tun hat. Elektrizität und Mitarbeiter. Aber sonst haben wir nicht. Und PCs. Wir haben Windows XP, obwohl das müsste eigentlich hinkommen. Ne? Windows XP. Ja, je nachdem, wann es halt spielt, das müsste eigentlich schon passen. Nein. Doch, ich will jetzt hier auch nicht rumschnäubern. Wie alt bist denn du, Ehrentan, wenn ich fragen darf? Weil ich vermisse die Kisten auch. Und ich habe am Anfang hatte ich... Warte, wir bekommen Informationen, glaube ich, gleich. Ich habe am Anfang, bevor ich das Studio, also meine Freundin nennt es mein Kinderzimmer, bevor ich das so eingerichtet habe, hatte ich überlegt gehabt, hier so ein 90er-Jahre-Zimmer draus zu machen, mit Röhrenfernseher und irgendwie so einem Kram. Eines Tages bekomme ich das noch, eines Tages mache ich das noch. 21, warst du dann aber schon mit Windows XP in Berührung? Mit 21? Na gut, aber Windows, ja was war Windows XP war das letzte aber von diesen großen Kalibern, oder? Windows 95, Millennium, nee, 95, 98, Millennium XP war es, glaube ich, gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Die haben nur Kosten gescheut an den essentiellen Punkten. Ja, an John Hammonds eigenem Gehalt haben sie Kosten gescheut.
Launch Security Survival Land System. Sector Gate, okay. Wie kann man jetzt da rein in das Sicherheitssystem? Er sucht den Carnotaurus, aber er muss ihn ja nicht zwingend sehen, weil der sich unsichtbar machen kann. Hope can be a fickle thing. Ich mach's ein bisschen lauter für euch, weil die for me comes and goes in waves, ebbing and flowing between highs and lows. Consuming decades expired food is about as high as the highs get around here. And while canned lentils look and taste like sludge, I'll consider this a hopeful heart. Sowas wäre halt auch mal eine geile Idee für einen richtigen Film, dass du immer aus den Gedanken einer Person den Dialog hörst. Oder den Monolog. Between every high is a low. And the lows are pretty low. Aber er müsste doch zumindest einiges an Nahrung finden da drin, ne? Also dieses Lager strotzt ja nur so vor Loot. Und wenn der PC noch geht, dann muss da auch der Strom generell noch aktiviert sein. Wie Charles Xavier, genau. Ja, schon hatte tatsächlich auch einen Fernseher, die schon so wie Kisten aussahen. Ja, okay, gut, ja, okay. Woher bekommt er so viel zu essen und zu trinken? Ja, aus der Lagerhalle da. Der ist ja in einem Lager gerade drin. Der müsste eigentlich da sau viel finden. Und irgendwas sieht er jetzt. Und wie gesagt, wenn der PC noch geht, muss auch irgendwo eine Stromquelle sein. Das heißt, es müssten auch noch andere Systeme gehen. Ah, das ist, glaube ich, warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber der Carnotaurus müsste trotzdem einen Schatten werfen. Hat man das eben gerade nicht gesehen? Weil das ist ja sau clever. Hier hinten, Moment. Da. Das ist sau clever gemacht. Das müsste doch aber alles abgelaufen sein. Ja, ich meine, so Dosenessen läuft nicht so schnell ab. Ne? Da hast du ja ewig lang Zeit, bis sowas wirklich schlecht wird. Oh, ich habe die Kamera berührt. Ich sollte niemals die Kamera berühren. Läuft noch alles? Ja. So ist das Bild, glaube ich, ein bisschen humaner und nicht so mitten im Film. Ja, zu dem Schattenwerfen nur mal ganz kurz. Das macht total Sinn, weil der wird zwar unsichtbar, aber der verschwindet ja nicht. Das heißt, der Körper ist ja trotz allem noch da. Und meistens, also der Indominus Rex, der zum Beispiel, der reflektiert ja nur die Farben von dem, das um ihn herum ist. Trotzdem müsste er ja noch einen Schatten werfen. Geil. Gut durchdacht. Kann sich mal Colin Trevorrow gerade hätte ich fast was gesagt. Eine Scheibe von abschneiden. Und noch was anderes.
Und so Szenen will ich auch mehr im im kommenden Jurassic-Film sehen. So diese kleinen Momente, aus denen dann so eine richtige Spannung aufgebaut wird. Keine Explosion, kein Bum-Bum, Krach-Krach. Was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr rausgehen? Ich glaube, ich würde versuchen, das Vieh irgendwie rauszulocken. Make your escape and don't look back. Go where exactly? I have shelter and bad food here. Ah. Er hat es eben sogar angesprochen, das ist wirklich abgelaufenes Essen. Trotzdem würde ich irgendwie drin bleiben, zumindest bis naja, ich würde bis morgen früh versuchen, drin zu bleiben. Nur der Kano müsste halt da irgendwie raus. Aber wenn du alle Seiten abgeschlossen hast, wärst du ja eigentlich sicher, oder nicht? Weil wo würdest du jetzt hinrennen, Baran? Einfach in den Dschungel rein, oder was? Ich weiß es nicht, ey. Er muss ihn raus. Ich finde das auch besser. Lockt er ihn auch gerade raus? Nee. Doch. Ja, doch. Okay, geklärt. Jetzt halt die Tür wieder zumachen. Den Kano drin einsperren. Aber da musst du ja trotzdem wieder raus. Der Dschungel ist, glaube ich, gefährlicher als da drin. Okay, scheiße. Außerdem ist ja der PC auch da drin. Allein der Rechner ist ja schon wichtig eigentlich. Plan B ist 1 gegen 1 Kampf. Achtung, Faustkampf gegen den Carnotaurus. Ich spende Ali im nächsten Stream, bei der nächsten Premiere $50, wenn er dem Carnotaurus jetzt hier in dem Film mindestens einmal mit der Faust in die Fresse haut. Wir sind aber nicht Owen. Brennende Fässer waren auch noch da. Ja, und jetzt? Stimmt, Toro war auch ein Carnotaurus, ne? Aber Toro war nicht so dusselig wie der hier. Der ist ein bisschen dusseliger unterwegs. Du hast aber jetzt nicht vor, den Anzudeo sprühen, oder? Das ist, glaube ich, keine gute Idee, was er gerade vorhat. Du hast da brennende Fässer, dann schau doch erstmal, dass er irgendwie da reinläuft oder so ein Kram. Dass der um die brennenden Fässer herumsteht und dann versuchst du die irgendwie anzuzünden. Alter. Der hat sich gerade getarnt.
Nee, nee, Mirko schaltet eine Premiere, der geht nicht live. Das ist nur eine Premiere von einem Video. Ist das Pfefferspray oder was? Ali Awada Snyder Cut. Aber nur Ali schafft es wirklich, in so einem Moment immer noch menschlicher zu wirken als Owen. Ganz ehrlich, oder? Sogar das Sliden unter einem Carnotaurus unten durch wirkt besser als Owens blöde Handbewegung. Killed. Hat er ihn jetzt echt gekillt? Nee, der fällt gerade um. Der fällt, Essen ist fertig. Gar keine dumme Aussage. Von Tessia. Er könnte jetzt theoretisch wirklich den Carnotaurus essen. Isst der den Carnotaurus gerade? Irgendwas kaut der auf jeden Fall. Jetzt ohne Scheiß, die Geschichte wäre so genial, wenn Ali einfach jetzt noch irgendwo einen Kühlschrank finden würde, weil ich meine, es läuft ja noch irgendwo Strom durch. Und dann würde er einfach auf der Insel leben und sich nach und nach, wie in so einem Survival-Game, immer mehr aufbauen. So Fallen dann irgendwie um das Lager herum. Das wäre echt geil. Hoffentlich macht er sowas. Wenn nicht, mache ich das, sobald ich Blender einigermaßen beherrsche. So in 9 Jahren. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Okay. Eure Meinung zu dieser Episode? Ich finde, es macht immer mehr Bock, sich die Episoden anzuschauen. Und ich finde auch, dass diese 15 Minuten, die sind perfekt. Also ich fand die, die zu kurz waren, die ganzen von 8 Minuten. Zum Teil waren die auch mal nur 5 Minuten gewesen. Das war ein bisschen wenig. Ich fand, das war die perfekte Episode, die Episodenlänge, um so ein Ding komplett abzuarbeiten. So dieses ganze, ein Carnotaurus kommt in die Lagerhalle und ich muss versuchen, den irgendwie da rauszubekommen, Ding. Ich fand das saugeil. Und jetzt bringt er halt einen Menschen mit rein. Ich weiß nicht, wie das Ganze jetzt wird. Ich finde, Serien wie zum Beispiel The Walking Dead finde ich meistens erstmal öde, sobald menschliche Figuren da eine Hauptrolle spielen. Das heißt, der Zombie als Gegner ist geil,
Sobald dann wieder Menschen reinkommen, denke ich mir, gut, da kann ich mir auch einfach Sons of Anarchy angucken. So, wisst ihr, wie ich das Ganze meine? Jurassic ist halt geil wegen Dinosauriern. Wenn die gut eingebaut werden. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier einen menschlichen Widersacher bekommen und dann geht es in der nächsten Episode nur um diesen Typen. Da würde ich mir eher wünschen, dass die vielleicht erstmal zusammen so kooperieren und dann kommen halt irgendwelche Differenzen zwischen den beiden auf. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen.